Freunde, heute haben wir ein Ziel. Lasst uns den ganzen Chaos zerstören und ein Einkaufszentrum erbauen. Dafür haben wir, wow, diesen Bagger. Und damit können wir jetzt hier, oh, die Boxen zerstören. Let's go, boom. Hoho, wir machen alles kaputt. Heute werden wir alles zerstören in Wreck-It 3D. Und wir können jetzt unsere Bagger auf Level 2 sofort upgraden. Und okay, let's go, ab geht es. Wir fahren sofort hin und, oh, wir brauchen Level 2, um diese Items zu zerstören. Das bedeutet, wir graden uns ab und jetzt können wir, oh, nach dem Upgrade, oh, uns eine Bombe holen. Mit dieser Bombe können wir jetzt hier, boom, die nächsten Objekte komplett zerstören. Und okay, dort haben wir auf jeden Fall einiges Neues am Start. Damit sagen 150. Okay, müssen wir jetzt hier wieder zerstören, um das nächste Level zu bekommen. Wir müssen wirklich alles kaputt machen. Wir müssen einfach nur kaputt machen, Freunde. Ja, daran bin ich gut. Daran bin ich wirklich sehr, sehr gut. Und unser Ziel wird es sein, Freunde, dann ein eigenes Einkaufszentrum bauen mit den Materialien, die wir zerstören. Oh, okay. Wir brauchen anscheinend Level 6 als nächstes. Aber, Freunde, wir fahren weiter. Kein Problem. Hier haben wir noch ein paar Boxen am Start, die wir mitnehmen können. Zack, zack. Dort haben wir noch mehr Boxen. Das bedeutet, let's go. Wir fahren sofort dahin. Und wir haben jetzt genug Materialien. Buh, hoho. Das macht Spaß, muss ich sagen. Alles zu zerstören. Ja, das macht viel mehr Spaß, als irgendwas aufzubauen. Aber, Freunde, wir werden natürlich beides machen. Und jetzt haben wir genug, oh mein Gott, Materialien eingesammelt. Um uns unseren Kran auf Level 3 abzugraden. Oh, dann bekommen wir keine Bombe vorne, sondern irgendwas Stärkeres. Und damit können wir, oh, andere Materialien zerstören. Okay, unser Item ist fertig. Zack, wir holen das Ganze ab. Und jetzt machen wir, oh, mehr Schaden. Jetzt haben wir so einen Spikeball und damit, boom, können wir die ganze Baustelle zerstören hier. Let's go, zack. Und zack, und zack. Yeah, das macht auf jeden Fall Spaß. Und, oh, können wir uns damit, oh, einen neuen Bereich freischalten. Okay, was haben wir hier? Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich drehe durch, ich drehe durch. So, einmal hier Platz machen, bitte. Dankeschön. Und, ah, hier können wir recyceln anscheinend hier unsere Materialien, die wir einsammeln. Interessant. Was haben wir hier? Oh, wir brauchen dafür Level 6. Okay, ich checke schon. Oh, und hier können wir jetzt Items verkaufen und in Geld umwandeln. Okay, so, jetzt haben wir Geld bekommen. Und was können wir jetzt mit dem Geld machen? Und, oh, wir können damit was bauen. Dankeschön. Yeah, jetzt habe ich es gecheckt. Aus dem Weg, alle aus dem Weg. Hier kommt der Psycho. Wie wir hier so durchfahren einfach. So, ich muss einmal durch. Ich muss einmal durch. So, natürlich, die ganzen Materialien nehmen wir alle zack, zack mit. Und hier können wir uns jetzt hier das Ganze bauen. Und, oh, okay, was ist das jetzt hier für eine Maschine, die gebaut haben? Damit können wir hier, oh, Items einsammeln lassen. Okay, wir können jetzt aus dem Meer Materialien holen. Und damit sammelt das automatisch ein. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Freunde, wenn du mir dabei helfen willst, alles abzureißen, dann like jetzt das Video. Freunde, pro Like werden wir einen Gegenstand abreißen. Schafft mir die 1000 Likes und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall mehr zerstören, um uns hier, das nächste Upgrade freizuschalten. Okay, wir können hier noch, oh, alles einsammeln. Okay, die ganzen Müll hier, let's go. Und dann fahren wir hin und ich würde sagen, wir graden unseren Bagger auf Level 4 ab und warten 30 Sekunden. Und, okay, das nächste Upgrade ist fertig und jetzt, oh, so eine richtige Steinfaust hier vorne und, ah, damit können wir anscheinend hier den neuen Bereich freischalten. Da würde ich sagen, okay, let's go und, boom, alle aus dem Weg und, wow, und jetzt können wir Autos, okay, wir können Autos doch nicht zerstören, aber, okay, was haben wir hier am Start? Wir haben neue Items. Hier für den Bus brauchen wir sogar Level 6, okay, das bedeutet noch ein weiteres Level, Freunde, und dann können wir einfach komplette Autos zerstören. Okay, darauf freue ich mich schon richtig. Ich wollte schon immer mal Autos zerstören. Was? Leute, Kettensäge als nächstes, um hier durchzukommen. Und wir können das nächste Upgrade schon freischalten. Ich will aber auch zerstören. Ich will hier erstmal alles zerstören. Sowas geht, das macht so viel Spaß hier. Hä? Wer will es mit mir anlegen? Hä? Habt ihr ein Problem? Und was? 500 Dollar kostet das Ganze? Okay, das bedeutet, wir brauchen, wir brauchen jetzt Geld. Okay, ich verstehe. Das bedeutet, Freunde, wir müssen jetzt unsere Materialien, die wir eingesammelt haben, in Geld umwandeln. Und jetzt haben wir, okay, immer noch nicht genug. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber, Freunde, ich habe mir doch hier was gekauft. Und zwar, hier, wo war das Ganze? Hier, genau, den ganzen Müll einsammeln. 50 Müll konnten wir aus dem Meer fischen. Okay, das ist sehr gut. Also, das ist nicht gut. Wer wirft hier Müll ins Meer? Macht das auf jeden Fall nicht, Freunde. Das ist ganz gar nicht gut. Aber wir können jetzt hier noch ein paar Reifen zerstören. Okay, das Auto brauchen wir leider das nächste Level. Aber hier, zack. Zack, zack. Oh, können wir hier? Die Häuser können wir auch mitnehmen, fast. Okay, doch nicht. Aber okay, der Kaffeeplatz. So, genau, die Cafeteria ist gestrichen. So, die Cafeteria ist für heute geöffnet, würde ich sagen.
Kaffee Macchiato gibt es heute nicht, aber wir können jetzt hier, okay, alles mitnehmen. Wir haben nochmal sehr viel Müll eingesammelt. Den Müll, Freunde, recyceln wir direkt und wandeln das Ganze in Cash, in unsere Tash um. Und sammeln uns noch das ganze Müll ein. Eieiei, wie viel ist das denn bitte? Und okay, das sollte doch, das könnte vielleicht jetzt reichen, damit wir 500 Dollar haben. Okay, ich bin gespannt. Wir haben jetzt 360 Dollar und wir traden das Ganze. Und oh, wir bekommen echt sehr wenig Geld, muss ich sagen. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Chaos sorgen. Tut mir leid, es tut mir leid. Hier den Burgerladen. Der Burgerladen ist auch geschlossen. Ja, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Aha, so. Aha, wir schwingen uns hier durch. Mit Gewalt. Mit Gewalt geht das Ganze. Boom. Oh Gott. Oh. Wir können hier alles zerstören. Ich dreh durch. Hier ist ein Psycho am Fahren. So. Genau, genau, der ganze Müll, alles mir. So, Freunde, denn wir machen aus Müll Geld. Okay, wie kommen jetzt hier raus? Wie kommen jetzt hier wieder raus? Na, super. Hey, ich muss ja immer durch. Okay, vielen Dank. Okay, wir haben es geschafft und wir traden das Ganze in Geld. Oh, uns fehlt echt nicht mehr viel, Freunde. Wir traden unser restliches Geld. Wir haben 501 Dollar. Jawohl, jawohl, wir haben sogar 1 Euro zu viel. Das bedeutet, ich kann mir auch sogar einen Kaugummi noch kaufen damit. Und erst würde ich sagen, wir graden das Ganze ab und jetzt... Okay, wir warten erstmal 40 Sekunden, Freunde. Aber danach können wir das nächste freischalten. Oh, was ist das hier? Freunde, wir können sogar einen neuen Bagger freischalten. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Von wo bekomme ich auf diesen Schraubenzieher? Und warte mal. Ah, hier können wir erst mit Level 6 durch. Ich verstehe. Joa, hätte ich den Kaffeeladen gerade nicht zerstört, hätte ich mir über 1 Euro noch einen Kaffee kaufen können. Na super. Pech gehabt. Oh, Freunde, keine Zeit verlieren. In der Zeit, würde ich sagen, zerstören wir natürlich. Oh, hier unten waren wir noch gar nicht. Guck mal, hier können wir auch alles zerstören. Beim ganzen Schlamm und sowas. Boom, boom, boom. Ja, das mochte ich eh noch nie, das Gebäude. Und ab Level 7 können wir sogar ganze Gebäude zerstören. Was? Freunde, unser Upgrade ist fertig und wir sind mittlerweile auf Level 5 und das bedeutet, es ist Zeit für die nächste Zone. Und jetzt können wir ganze Autos zerstören. Oh mein Gott, guckt euch das Ganze an. Holy. Wir können jetzt einfach mit unserem Bagger ganze Autos zerstören. Okay, okay. Aber ich würde sagen, boom, wir schalten uns jetzt hier. Zack, zack, zack. Direkt die nächste Zone. Boom. Wie schnell wir boom, boom, boom schwingen hier können. Und tada. Und Autos. Und okay, okay. So, ja, die Autos. Ja, genau. Der TÜV hat das Ganze hier nicht bestanden. Und oh, wir können jetzt hier Bäume zerstören. Oh, ab Level 6. Warte mal. Wir können erst Autos zerstören, aber Bäume nicht. Wie stabil sind diese Bäume, bitte? Oh mein Gott, das ist ein Paradies für mich. Wir haben hier neue Gebäude hier. Wow, ich drehe durch. Ich drehe durch. Also ich drehe wortwörtlich durch. Holy, ich bin am Driften. So, alle aus dem Weg. Ihr braucht einen Parkschein. Ihr habt keinen Parkschein. Das bedeutet, ihr werdet abgeschleppt, oder? Ihr werdet einfach hier komplett zerstört. Aber Freunde, was sind hier diese neuen Maschinen hier? Oh, unser Inventar ist voll. Das bedeutet, wir müssen das Ganze wieder recyceln, glaube ich. Okay, wie viel Geld bekommen wir mit dem vollen Inventar? 300 Dollar. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit direkt. Aber da würde ich sagen, okay, geht es weiter. Wir müssen noch mehr Müllteile oder noch mehr Metallteile hier einsammeln, um jetzt unseren Bagger auf die maximale Stufe zu upgraden. Aber davor, Freunde, würde ich sagen, schauen wir uns mal das Ganze an. Was ist hier? Das Ganze ist noch nicht freigeschaltet. Wie schalten wir uns das Ganze jetzt frei? Vielleicht brauchen wir noch irgendwie ein anderes Level. Oh mein Gott, sehe ich jetzt da hinten. Oh, da ist ein ganzer Schrottplatz einfach. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen 1000 Dollar für das nächste Upgrade. Ich will zum Schrottplatz. Lass mich durch. Lass mich hier durch. Okay, okay, wir kommen hier nicht durch. Hier geht es auch nicht durch. Hier brauchen wir Level 7 für die Bäume. Level 6 anscheinend. Okay, auch für die Gebäude. Aber okay, hier können wir noch ein bisschen für, Chaos sorgen. Und hier ein paar Teile einsammeln. Oh ja, Autos. Autos geben die meisten. Oh, wir können die komplett... Bum, 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 bum. Wir können die komplett demolieren. Einfach ohne Bus. Okay, bauen wir noch ein Level ab für easy. Das kriegen wir auch hin. Easy peasy. Leute, da ist der Schraubenzieher. Da ist der Schraubenzieher. Und den brauchen wir, um uns den neuen Bagger freizuschalten. Oh mein Gott. Können wir da hin? Können wir da hin? Oh nein, wir brauchen Level 6. Ja, ja. Aus dem Weg. Schau, wie schnell wir einfach fahren. Obwohl wir so eine Zerstörungsmaschine sind. Okay, wir haben 850 Cash am Start. Das ist sehr gut. Aber können wir hier durch? Ah, okay, wir brauchen Level 6, genau. Aber Freunde, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg dabei, muss ich sagen. Und wenn wir uns noch ein weiteres Level-Upgrade kaufen, dann können wir uns wirklich einen brandneuen Bagger freischalten. Da bin ich mal gespannt, was wir mit dem alles zerstören können. Aha, hier haben wir noch ein paar Autos. Die haben noch falsch geparkt. Ihr könnt nicht einfach mitten auf der Straße parken. Das geht nicht. Und wir brauchen eine Kettensäge. Oh, für das nächste Level, um die nächste Zone hier freischalten. Aber da würde ich sagen, zack, zack, wir müssen erstmal alle Autos hier mitnehmen, bis unser Inventar voll ist. Und ich glaube, dann haben wir genug, um uns hier
das nächste Level up freizuschalten. Zack, so, die Autos wurden umgeparkt, würde ich mal behaupten. Oh, hier waren wir noch gar nicht, Freunde. Das ist ein Jackpot. Oh mein Gott. Okay, hier können wir auch noch ganz, ganz viele Metallteile für uns einsammeln. Das ist perfekt. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist perfekt. Was, Level 15 brauchen wir dafür? Für die nächste Etage. Oh mein Gott. Aber, oh, hier können wir natürlich auch noch unsere Müllteile einsammeln. Und jetzt ist unser Inventar jeden Moment zack, zack, zack voll. Und wir recyceln den ganzen Müll, tauschen das ganze Geld. Und jetzt haben wir genug Geld, um uns hier das nächste Upgrade freizuschalten. Boom! Und wir graden es uns ab auf Level 6. Und das Upgrade ist fertig. Wir equippen das Ganze. Und boom! Was ist das? Das sieht aus wie eine ganze Bombe, die wir zerstören können. Oh, jetzt haben wir den neuen Bereich freigeschaltet, womit wir jetzt auf jeden Fall den neuen Bagger freischalten können. Aber davor würde ich erstmal sagen, mich dieser Baum schief angeguckt. Ich glaube schon, Freunde. Und come around, boom! Wir können jetzt die ganzen Bäume einfach abreißen. Oh ja, oh ja. Das gibt uns auch sehr viel Einzelteile. Was? Ganze Busse? Wir können die Busse auch zerstören? Das habe ich ja voll vergessen. Oh, die ganzen Sitze und sowas. Wir zerlegen den Bus wirklich in 1000 Einzelteile. Und oh, den ganzen Park und sowas. Wir drehen komplett durch und Inventar ist jetzt schon voll. Leute, wir können jetzt hier die ganzen Schulbusse hier zerstören. Und ja, ich glaube, wenn heute jemand nicht in die Schule kann und der als Ausrede bringt, dass ein Schulbus von einem Bagger zerstört würde, ja, ich glaube, dem würde ich auch nicht glauben. Aber wir zerstören auf jeden Fall jetzt hier alles, was es jetzt hier gibt. Aber Freunde, okay, es ist der neue Bereich. Wir kommen jetzt hier zum... Was? Neuen Bereich? Wir brauchen Level 9. Okay, das ist Scam. Das ist Scam. Ja, ich weiß, dass ich upgraden muss, Spiel. Ich weiß Bescheid. Okay, das bedeutet Level 9 brauchen wir, um uns den neuen Bagger freizuschalten. Um uns jetzt hier, oh, dieses Metallding freizuschalten. Aber davor müssen wir den ganzen Park hier zerstören. In 1000 Einzelteile zerlegen. Oh ja. Können wir Häuser zerstören? Ah, dafür brauchen wir Level 7. Also noch ein Level ab. Und dann können wir ganze Häuser zerstören. Davor müssen aber die ganzen Bäume erstmal dran glauben. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hab eigentlich nichts getan, aber ich muss es tun. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt die größte Zerstörung aller Zeit. Wir müssen in den Park eindrehen und hier können wir jetzt hier alles in 1000 Einzelteile zerlegen. Was? Freunde, wir haben mittlerweile genug Geld. Es wird Zeit für das Upgrade auf Level 7. Und da haben wir es bekommen. Und oh mein Gott, Freunde. Schaut euch das ganz mal an. Wir sind mittlerweile auf Level 7 und das bedeutet, können wir jetzt nicht eigentlich ganze Häuser zerstören? Oh mein Gott. Was? Okay, jetzt räumen wir alles ab. Jetzt reicht es mir. Wir räumen wirklich alles komplett ab hier. Okay, wir können wirklich die ganze Stadt zerstören. Wir können wirklich die komplette Stadt zerstören. Ihr seht es. Auch die Kaffeebar. Ja, auch die Kaffeebar. Jo, jetzt ist nicht nur außen die Kaffeebar geschlossen, sondern auch drin. Das muss hier alles schön renoviert werden. Die riesengroßen Häuser. Boah, zerteilt in 1000 Einzelteile. Und unser Inventar ist jetzt schon voll. Wir können das Ganze direkt in Gold umwandeln oder in Geld umwandeln. Achtung, Neusanierungen für neue Häuser werden jetzt auf jeden Fall getätigt. Das bedeutet, oh, wir fahren jetzt hier einmal durch und wir können jetzt einmal wirklich die komplette Map einfach zerstören. Ihr seht es. Aber Freunde, es wird Zeit für das letzte finale Upgrade, würde ich sagen. Nachdem wir hier die ganzen Häuser hier alle renoviert haben. Ja, wir nennen es eine neue Renovierung. Okay, unser Inventar ist wieder voll. Das bedeutet, wir können nichts weiter hier zerstören. Aber ich würde sagen, es wird auf jeden Fall Zeit. Freunde, wir werden jetzt unseren Bagger auf Level 9 Upgrade für 2000 Dollar. Und oh mein Gott, okay. Freunde, und da haben wir auch das Level 9 Upgrade. Und schaut mal, was für ein Spike jetzt mittlerweile hier am Hängen haben. Und damit machen wir jetzt noch mehr Damage. Und scannen jetzt wirklich jedes einzelne Haus hier. Oh mein Gott, komplett zerstört. Aber Freunde, ich will jetzt unbedingt den neuen Bagger freischalten. Dafür müssen wir doch hier hinfahren. Irgendwo in diesem Bereich war das Ganze noch. Boom, erstmal der ganze Pizzaladen. Alles wird hier komplett in 1000 Einzelteile zerhackt. Ihr seht es, was wir mittlerweile alles zerstören können. Wir können einfach alles zerstören. Die komplette Stadt einfach hier. Easy peasy. Mit unserer riesengroßen Abrissbürde. So, müssen wir jetzt hier jedes einzelne Haus hier so verschönern. Perfekt. Aber Freunde, ich würde sagen, wir schalten jetzt den brandneuen Bereich, Freund. Boom und oh mein Gott. Wir haben einen neuen Bereich freigeschaltet. Schaut euch das Ganze mal. Wir sind jetzt hier tatsächlich auf der Baustelle. Und jetzt können wir hier alles auf der neuen Zone in der Baustelle hier einfach auseinanderlegen. Was? Freunde, unser Bagger ist mittlerweile auf Level 15. Das bedeutet, oh mein Gott, wir können auch jetzt hier auch hier durch in die nächste Zone. Und wir sammeln jetzt hier den Schraubenzieher ein. Let's go. Und hallo? Hallo? Wo sind wir hier?
oder was? Okay, auch hier in der Baustelle können wir alles auseinandernehmen. Und oh, wir sind sogar hier im neuen Bereich angekommen. Let's go, Freunde, mit ganz, ganz vielen Autos und so weiter. Und oh, hier können wir anscheinend auch traden und bekommen, glaube ich, mehr Geld sogar hier. Let's go. Aber wir müssen jetzt erstmal hier durchkämpfen. Zack, let's go. Und hier erstmal ein bisschen Platz schaffen für die brandneuen Maschinen, die wir jetzt hier freigeschaltet haben. Aber Freunde, ihr seht es, wir sind mittlerweile wirklich unschlagbar einfach. Wir können einfach alles zerstören und nichts kommt uns mehr in die Quere. Und auch hier haben wir die nächste Upgrade-Maschine und wir können, boom, unseren Bagger sogar auf die nächste Stufe upgraden. Und das ist die maximale Stufe von unserem Bagger, wow, mit dem wir ganze Häuser abreißen können. Let's go! Und damit haben wir alles abgerissen. Like und abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.